Aber wo man diese Asien nicht gesehen hat. Morgen kann man sofort. Oh, ist das geil. Ja? Oh, die wissen, geil. Die wissen noch nicht, was mit dem passiert. Ich sag mir mal die Wahl. Wer hat den Chat? Der Chat. Leider. Ja? Der Chat. Max Chat, ne? Leider. Ja, Max Chat, ne? Ja, ich muss nochmal in mich gehen. Aber was war dein Angebot? Ich hatte den besten Tee, den es gibt. Träum schön. Es geht um den Tee, den Träumchen. Mir Andrian Luna. Ich habe dir noch eine Dingens verpasst. Du hast noch einen Tee geholt. Du sagst immer was ein. Er wollte mich gewählt, weil er mich verloren hat. Reinberg ist frei und ich kenne wahrscheinlich einfach völlig Was? Ich gehe einfach unter die Stunde. 40.000 Euro Couch da. Aber das geht, glaube ich, nicht. Ja, oder einfach hinlegen. Können wir uns an den Füßen festketten? Störe ich Rohan. Am Handy. Dann zieh ich mal weg und auf einmal liegt das Handy am Boden. Die Challenge und dann dieses Autoding. Das ist zu eng, ne? Wie wollen wir das machen? Soll ich links nehmen? Links habe ich dünner Handgelenk. Ja. Kannst du mit rechts Handy, Digga? Ich muss mit links rechts Handy. Ja, das ist deine Strafe, du Wichser. Das ist deine Strafe. Ich sag dir, Abo geht und ich helfe dir. Und dann ist bei mir. Ah, jetzt hier. Grab. Hier.
ist P. Grab, Act, O. Ist P. Aber bist du gerade im Tutorial? Ich muss noch die Sachen umschalten. Ich muss noch die Sachen umschalten. Okay. Chat ist wieder auf mir drauf. Chat ist wieder auf mir drauf. Hallo, Chat. Ich will jetzt mal ein bisschen ablenken, ein bisschen zocken. Ich will jetzt mal ein bisschen ablenken. Dann werde ich die ganze Gesamtsituation kurz erläutern. Was ist das Tutorial zu skippen und zu joinen? Ich bin nicht im Tutorial, ich muss nur kurz die Tastatur. Das ist ja wie ein geiler Urlaub. Und ich hab gar keinen Hunger. Ich hab auch gar keinen Hunger, Heute ist schon ein bisschen cool. Jetzt vor allem guck dir mal an, wie schön es ausschaut draußen. Jo. Also nicht ich. Jo. Also nicht ich. Ich kann mich an Nummer nicht kennen, weil ich ihn nicht finde. Okay, das gleich bleibst du noch irgendwann das Ende. Ja? Also, es ist folgendes Problem. Ich wollte mich am Breitenberg ketten. Er hat mir halt einen Tee gegeben. Das ist eine ganz normale Währung, ein Tee. Das Ding ist wahrscheinlich in zwei Tagen 50 Saft. So, und jetzt am Ende des Tages habe ich mich für wen anders entschieden. Aditoro. Geht leider nicht. Der ist da richtig am Hustlen. Und da dachte ich mir auch lustig, Eichrohrt. Aber den finde ich nicht. Was machen wir dagegen? Wir wechseln wieder den Typen. Wir warten, bis der wiederkommt. Nein! Wir finden Rohan. Das sind meine zwei Stunden. Wir haben alle Toiletten schon gecheckt. Rohan ist wirklich weg? Ich weiß, wo er ist. Im Fahrstuhl. Der ist doch jetzt nicht runter auf den Kiez, hat sich einen Döner geholt. Der ist bestimmt im Fahrstuhl stecken geblieben. Ich werde trotzdem Trimax jetzt wählen. Der ist runtergegangen. Ich werde Max nehmen. Der ist auf keiner Toilette. Der ist in keinem Raum. Rohr ist weg. Der ist in keinem Raum. Du kümmerst dich um Rohr allgemein und ich kenne mich am Trimax. Als wenn wir schon den ersten haben, der raus ist. Ziemlich genau zwei Tage um, ne? Was? Ich komme jetzt, wo bist du? Ja, Bro, in der Location, bist du? Ja, Bro, in der Location, bist du? Nee. Jetzt sehe ich einen Plan. Linke. Okay, Linke. Ich bin jetzt drin. Ja, okay. Bist du jetzt drin schon? Ich bin immer drin, Alter. Ja? Okay, lade mal ein. Dann sollst du mal einladen. Nochmal einladen. Invite friends. Einladen. Let's play game. Oh, wenn das Ding schmal ist, ne? Ich hab so Riesenhandgelenke. Vor allen Dingen ich. Wir machen ein Schachturnier. Ich bin raus, mach einen Powernap. Wach auf. Einmal gibt's Bestrafungen. Scheiße. Und ich. Jetzt habe ich zwei Stunden nur an mir gekettet. Vor allen Dingen, was ich am meisten bricht, ist, dass Ali seit 10 Minuten nicht schafft, mir zu joinen. Ich weiß beim besten Willen nicht, Digga. Einfach auf keine Toilette. Ich hab gejoint. Guck, ich hab hier gejoint. Wo will ich noch klicken? Rohat und Ibi sind weg. Ja, ne? Man hört nur nicht so gut, ja. Du musst schreien, das war nicht so gut, ja. Du musst schreien, das war nicht hört. Reicht dir. Das ist das Spiel und das willst du mit Aditoro spielen. Rohat meinte irgendwas Familiäres, warum weiß das keiner von euch? Okay. Ja, ne? Du benutzt dich bei uns, aber wenigstens bei der Regie. Ey, Adi, das ist doch jetzt ein Bruch, was du hier machst. Digga, ich nehme die Einladung an, ich sehe nur blau bei mir. Oder soll ich dich mal einladen? Ich lade dich mal ein jetzt.
Ich lade dich mal ein jetzt. Ich habe dir eine Einladung gesendet. Komm du mal rein. Ich habe dir eine Einladung gesendet. Komm du mal rein. Da ist nur blau. Da ist nur blau. Ne? Genauso was bei mir vorhin. Auch nochmal ein? Genauso was bei mir vorhin. Auch nochmal ein? Hab dich eingeladen. 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 Klappt nicht. Eingeladen. Klappt nicht. Ist irgendwas broke? Oder bin ich einfach nur dumm? Bin jetzt rausgegangen. Beide mal Spiel neu starten? Ja, lass mal neu starten. Das hatte ich noch nie. Chess.com. Okay. Spiel ist offen bei mir. Ich lade dich ein. Ich höre Stefan ultra doll bei dir. Meinst du eigentlich nicht so laut? Also auch auf 87. Ja, dann lad du dich mal ein. Gut. Gut. Three-Head-Content. Neues jetzt bei dir. Die ganze Zeit schon, wir sind angekettet. Ja, wir haben jetzt schon 5 Minuten. Oh ja. Denkst du, dass es vielleicht an OBS liegt, weil es aufnimmt und dann zeigt sich an Nene? Hast du mich eingeladen? Ja, was ist Black Mode? Was ist Black Mode? War ich nicht. Auf Play gedrückt. Oh mein Gott. Jetzt? Warte. Hätte ich, wie es gaffed ist. Oder wir sind einfach nur dumm. Wichser. Nur weil du ihn einen Tee gegeben hast, denkt er jetzt an mir. Lad nochmal ein, Breitenberg. Lad nochmal ein, Max. Auf einen Tee. Play Game drücke ich jetzt. Hast du schon P gedrückt? Du bist gekommen. Jetzt bist du da. Oh mein Gott. Du bist gekommen. Wir haben es. Wahnsinn. Geil. Okay, auf was ist bei dir Grab? Ganz kurz Escape. Ich bin Controller. Okay. Grab mit P, Digga. Das macht ja gar keinen Sinn. Ruhrt ist seit anderthalb Stunden weg und keiner weiß, wo er ist. Die Regie findet ihn auch nicht. Nein. Und da ist er dann, glaube ich, verschwunden, wie es aussieht. Alle sagen, der haut sich jetzt bei Mac gerade einen Döner rein. Aber der Fitnesscoach darf das nur machen. Ein müssen wir. Okay, Adi. Lass uns zubereiten Pizza. Okay, das nimmst du mit. Ich will nur testen, wie man das nimmt. Wir können einmal ganz kurz gucken, wie zum Beispiel Pizza geht. Bist du hier oben? Du leckst bei mir übertrieben, alles klar bei dir? Okay. Und nimm Mehl? Nimm auch Mehl? Dann machst du es einmal. Waschbecken, drückst Viereck, dann ist das mit Wasser. Du kannst auch direkt Viereck drücken. Glaube ich. Ah, ja. So? Eigentlich ist es so, das ist ein Trick, das ist leichter. Wir können das mal beide wegschmeißen. Ah ja, stimmt, Szene. Ich muss die Szene wechseln. Oh shit. Ich hab jetzt schon einen fucking Teig, wo hab ich den gegrabbt? Du kannst was im Mülleimer wegschmeißen. Wie schmeißt man weg? So. In den Mülleimer Viereck. Du kannst jetzt den Teig nehmen, dann hast du schon einen Pizzateig. Ah ja. Ja, schmeiß wieder Müll, dein Scheiß.
Dann macht man, du leckst bei mir so krass. Ist alles okay bei dir? Du leckst bei mir so krass. Bei mir ist alles okay bei dir? Ja, ja, bei mir. Drückst du Viereck? Drückst du Viereck? Dann hast du eine Tomatensuppe, dann machst du die rauf. Dann hast du eine Tomatensuppe, dann machst du die rauf. Okay, die musst du immer nehmen und dann genau. Hinlegen. Okay. Okay, dann nimmst du Käse. Genau. Okay. Dann nimmst du Käse. Machst du drauf? Machst du es drauf? Oh fuck, ich vergesse sie mir zu nehmen. Dann nimm mal deine Pizza mit X, nimm mal in die Hand. Dann nimm mal deine Pizza mit X, nimm mal in die Hand. Du siehst in den Ofen da hinten. Du siehst in den Ofen da hinten. Ofen zumachen, gut. Ofen zumachen, gut. Wollen wir rausholen? Und verbrennt sie? Wollen wir rausholen? Und verbrennt sie? Oh, nee. Ah, die kann verbrennen. Ah, die kann verbrennen. Hier jetzt und die Katzen hier bringen. Noch 3 Sekunden Zeit. Ey, wieso leckst du so krass? Das ist ja unnormal. Das ist ja unnormal. Bei mir ist alles flüssig. Weird. Jetzt. Weil bei mir ist alles flüssig. Ja, vielleicht ist es nachher besser, wenn es die Szene und immer noch dann, und immer noch dann Bestellung annehmen. Nee, was? Oh. Bestellung annehmen. Ah, nee, fuck, die wollen. Sorry, sorry. Du musst ein einzelnes Pizzastück nehmen. Das auf den Teller packen. Nehmen wir die Pizza da weg? Nehmen wir die Pizza weg? Genau. Ja, weg. Genau. Und jetzt stellen wir noch das andere Stück. Das Teller. Kannst du dran Viereck gedrückt haben. Teller. Ah, oder so, dann ist eine Tomate, wie du möchtest. Fertig. Geil. Okay, und das müssen wir dann möglichst schnell machen. Wenn wir einen Fehler machen, haben wir verloren. Wenn wir einen Fehler machen, haben wir verloren. Wenn es irgendwo durchgebrannt ist oder so. Dann haben wir verloren. Einmal Kunde unzufrieden verloren, instant, ja. Okay, geht es darum, einen Highscore zu machen? Oder so weit zu kommen, wie es geht. Okay, bist du bereit? Okay, ich bin ready. Und das Wichtigste ist natürlich noch, die Leute bedienen und Bestellungen annehmen. Ja, voll. Group size increases by every 3. Okay. Müssen wir okay drücken. Oh. Das ist hier eine Booking Station. Die machen wir, wenn wir gerade richtig gut sind. Sind wir aber gerade nicht. Ich würde sagen, du machst die Pizza und ich liefer aus. Ich muss noch ein bisschen reinkommen. Es geht noch nicht jetzt los, ne? Oh, ich habe mich eingesperrt, Bro. Ah, das kann man sich so hinstellen, wie man will. Ja, genau. Das ist der Ofen. Darf ich dir eine Empfehlung geben? Ja. Was ist das für eine Box? Ist das diese Käse. Ich gebe dir mal die Tomaten hier nach oben. Da kannst du den Käse hinmachen. Wo soll ich den Käse hinmachen? Das ist gut, ja. Dann brauchst du das Mehl. Ist dann auch daneben. Und die Spüle nimmst du. Ah, fuck, für nur eine Spüle, damit muss ich die Dinger sauber machen. Die Spüle muss man die Teller reinmachen. Nee, ich muss die noch abwaschen. Ich mach Abwasch und dann die Bestellungen auf. Okay. Hier nochmal ein Ding hin. Digga, wieso bin ich so überfordert mit dem Scheißspiel? Aber eigentlich, man braucht nur grabben und loslassen eigentlich. Also du nimmst Mehl. Ich meine nur von den Tastaturen, weil ich habe noch so andere. Ich habe noch Ping, Ready und Stand Still. Brauchst du nicht. Habe ich noch. Okay, gut. Nee, das brauchst du nicht. Okay, gut. Wollen wir den Tag starten? Bist du bereit? Die Teller kann ich so hier nehmen. Du brauchst ja sogar Wasser, ne? Für dies. Obwohl, lass mal einen Übungstag machen. Warte mal, Practice Mode, Schimmer. Einmal üben, ja? Practice Mode, bevor es losgeht. Auch X drücken? Oder weiter drücken? Sehr gut. So, jetzt ist Übungstag. Dann versuch mal dein Glück. Du hast einen Teller genommen. Wo muss ich den Teig einmachen? Ins Spielbecken, ne? Warum leckt dein Charakter so bei mir? Das verstehe ich nicht. Du kannst ihn auch, tu ihn mal hin. Ja. Irgendwo hin. Nein, also einfach auf den Tresen. Auf den Tresen und dann für über Viereck. Ah, das kann man dort auch machen. Aber warte mal. Ah, genau, dann Öl. Genau. Okay. Dann Käse und Tomate. Das kannst du mir auch mal hier hinlegen schon. Dann kann ich mit Schneiden helfen. Ich komme da nicht durch. Ja, komm durch, geh durch. Wir können es nicht kreuzen. Geh durch, geh ganz durch. Ah. Dein Charakter liegt so krass. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, warum das hier so ist. Wir haben eigentlich alle voll gutes Internet. So, dann Tomatendings drauf.
Digga, du bist schon so im Spiel drin. Du wirst auch drin sein. Genau, mir kannst du. Und ist fertig. Hast du Käse in der Hand? Du kannst den Käse wieder im Käse ablegen. Du kannst den Käse wieder im Käse ablegen. Sauber. Pizza mir geben? Oh. Nee, nimm doch. Ich glaube, wir hätten jetzt schon verloren. Und dann immer auf den Teller tun. Ich kann es auch selber geben. Vielleicht ist die Steuerung mit dem Controller einfacher. Ja, oder geht beides gleich. Okay, ich bin einfach dumm. Easy. Und dann lege ich die sauberen Teller wieder zurück. Okay, bist du bereit für den Tag? Ja. Das wird der größte Bruch, den du dir vorstellen kannst. Ja, ich wirklich, Digga. Ich merk's gerade. Was macht man? Macht man zuerst die Tomaten drauf oder macht man zuerst? Erst Tomate, dann Käse, ja. Okay. Das wird gar nichts, aber das ist geil. Digga! Okay, Chat, ich bin drin. Gaming. Leaf Practice Mode. Wieder Dreieck muss er drücken oder sowas. E muss ich drücken, aber jetzt zeigt es bei mir gerade nichts an. Doch, oben, oben. U muss ich jetzt drücken, plötzlich. Plötzlich das. Alright, bist du bereit, den Tag zu starten? Du kannst mir direkt am Anfang hier Tomaten und Käse hinlegen, dann kann ich die schon mal schnibbeln. Okay. Okay, wir starten. Wenn du bereit bist, drück U. Ja. Geht's los? Ja. Ah, du hast die Tomate in den Ofen gelegt. Die muss da schnell wieder raus. Sonst geht die kaputt. Ich drücke immer zweimal, dann nehme ich sie wieder. So, der Kunde braucht jetzt eine Pizza. Du hast den Teig noch nicht mal gemacht. Nur einmal. Und jetzt das Öl. Jetzt Öl. Nein, jetzt Öl. Öl. Zack. Sauber. Jetzt Tomate drauf, Käse drauf. Und hier ab in den Ofen damit. Komm. Leg das hin, das Ding. Ey, Digga. Du spielst ja geil. Digga. Du hast den Ofen erst zugemacht. Erst die Pizza rein, dann den Ofen zu. Wieso kommt die Pizza nicht rein? Weil der Ofen zu ist. Wie kann ich den aufmachen? Viereck. Ach so. Ja, Viereck bringt mir. Wieso ist denn. Ach so, ich habe noch andere Tasten. Jetzt verstehe ich's. Jetzt ist die Pizza drin. Oh mein Gott. Three-Head-Gaming. Jetzt ist fertig. Sie verbrennt. Leg sie da vorne hin. Leg sie da vorne hin, wo frei ist. Ja. Sehr gut, das reicht jetzt schon. Jetzt, aber hier übernehme ich mit der Pizza. Zack. Direkt. So lange abgefrischt. Wir haben fast verloren. Weil zu langsam waren. Hier hast du noch eine. Ja, ist noch eine Tomatensuppe. Da, nimm die Tomatensuppe. Jetzt habe ich den Käse genommen. Nein! Wo ist Käse? Wo ist Käse? Wie, wo ist Käse? Ist doch riesig. Ja, warte. Wir haben den Tag geschafft. Oh mein Gott. Wir haben fast den ersten Tag nicht geschafft. Ne? Das ist wahrscheinlich das Einfachste, was geht. Ja. Ich drücke immer zu. Ich drück zu oft die Maustaste. Vielleicht leckt es wirklich ein bisschen. Und dann geht's nicht direkt, aber egal. Lass mal. Bei Adi kracht's komplett. Ey, warte, Chat. Gib mir zwei Runden, dann bin ich drin. Mach was mit Noah. Ich wollte unbedingt mit Noah. Ich wollte mit Adi und Noah zusammenspielen. Ja. Aber dann hat sich Noah dazu entschieden, als Bestrafung sich an mich ranzuketten. Und jetzt, Ich wollte mich erst an. Wo kann ich denn das Game auf Deutsch stellen? Echt? War ich schon eben, oder? Ja, wie spiele ich zu Hause auf Deutsch und hier nicht? Wieso, das verstehe ich nicht. Nö. Müsst ihr verlassen. Okay, warte mal ganz kurz. Linke Maus grabben, rechte Maus legen. Ich glaube nicht, dass es bei mir so eingestellt ist. Ah, na, egal. Dafür habe ich eine geile Frisur. Stimmt, okay. Dann lass den nächsten Tag starten. Yep. Gib mir wieder Käse und Tomate. Ja. Yep. Cool, ne? Leg. Digga. So. Warte.
Ey, ich schwör, bei mir hat's Delay. Du glaubst es mir vielleicht. Wie gesagt, wenn er jetzt... Sag Walla, du würdest es morgen schaffen? Nein, wird er nicht. Ich kann doch nicht Walla sein, ja, Bruder. Ich schaff bis morgen. Aber Bruder, weißt du, wie spät es ist? Ich mach bis morgen nur, um dich zu ficken, Digga. Ich zieh bis morgen durch, nur um dich zu ficken. Hol mich einen Krankenwagen hier raus, ich geh nicht. Aber wenn du morgen... Ist mir egal, ob dieser Wissenschaftler kommt. Ja. Ist mir scheißegal, Bruder. Soll er mich hier rausschleppen, Digga? Ich bleib hier, ich kette mich fest. Guck mal, wenn du das morgen machst... Ja. Außer Mann, da kannst du nicht mehr normal essen. Bin ich noch in Delhi. Ja, ich weiß. Bin ich Deutsch, Digga. Buginda, du kannst den Adana noch holen, alles dies, das. Verstehst du Türkisch? Was bist du für ein Landsmann? Sind wir, die machen Psychotherapie bei mir. Ich sag, okay, gib 500, Digga, wenn ich nicht mehr kann, ich brech ab. Aber wenn du Faxen mit mir machst, ich schwör, ich mach so lange, Digga, ich trinke auch kein Wasser mehr. Wie Faxen? Ich mach richtig Faxen, Bruder. Wie Faxen? Ich kette wenn mich der Faxen, Japim. Ich kette mich hier fest. Wallah, wenn... Ich gehe bewusstlos 12 Stunden, Digga, und chill nochmal eine Nacht. Beckle, 500, jetzt vorbei. Ja, komm, für 500 heute Abend bin ich raus, Digga. Sag dir Wallah, Digga. Ja. Okay. Mein Call ist, wenn er jetzt sagt 500, dann kannst du ihm nachher einen Fuffi geben, der geht nach Hause. Hör auf damit. Ja, das ist doch die Wahrheit, Digga. Halt so. Ja, aber es geht die Wahrheit. Genau. Hör auf, warum sabotierst du denn jetzt? Ist mein Job, Digga. Digga, ich denke mir, wenn ich sowieso abkacke, ich kann nicht mehr nämlich noch Geld mit, weißt du, was ich meine? Er kommt, der sagt, Digga, dann gib mir doch Fuffi. Ich hab schon Tee abgegeben. Würdest du ehrlich jetzt ohne Spaß für 500 Euro gehen? Nicht fürs Geld, aber wenn ich abkacke... Nein, aber, nicht, nein, aber würdest du jetzt für 500 Euro müssen? Jetzt? Ja. Nein, jetzt nicht. Ich halte ja noch aus. Ich denke mir nur, wenn ich gehe, nehme ich auch das Geld extra mit. Verstehst du? Ein auf dem Pfeif hat. Aber solange ich aushalte, ziehe ich durch. Okay, Osman, Beschus, Satin Wallah wieder drin. Aber dann ist du. Aber dann will ich auch, dass du heute Abend vor uns allen lässt. Ja, aber ich will nicht in diesen Raum, wenn der Adana gemacht wird. Da gehe ich nicht hin, Digga. Doch, hey, Satin, du machst du sowieso zu. Nein, ich gehe schlafen trotzdem, Bruder. Erstmal gehe ich schlafen. Ich will nicht, dass mich das bearbeitet. Das wird mich komplett ficken. Hä? Hä? Also Psycho ist weg, Digga. Digga, du bist gerade auf einem anderen Level. Sensate, Wallah, Billa, Didden, Beschus, vorbei. Okay. Aber Bugin. Ja. Okay. Dann kannst du auch Adana essen. Ja, aber trotzdem, ich will ja für mich noch ein bisschen durchziehen. So. Ja, bis Adana kannst du durchziehen. Wann kommt Adana? Heute Abend. Hör auf mich zu therapieren, Digga, ich kann nicht mehr. Mir geht's nicht gut, lass mich in Ruhe. Sag dem Wallah, wie lädt denn? Du kommst doch nicht mehr raus. Ja, trotzdem, ich kann nicht klar denken, Digga. Du ich will nur, wenn ich rausgehe, nehme ich das Kind. Aber wenn ich, solange ich noch kann, halt ich, bleib ich noch. Hey, warum schreiben die alle Rohat raus? Was? Sag mir mal, was ist. Hey, was mit dem Stream passiert? Rohat Socken F, hier Hugo Socken F. Ja, ich hab's gesehen, weil die so schwarz sind. Digga, was machst du immer? Ja, ich trag die ganze Zeit nicht diese Dinger, die haben alle so Schlappen irgendwie. Ja, natürlich. Digga, das war nicht klug von dir im dritten Stock zu kacken. Warum? Weil kann ich keinen da stören. Ja, deswegen. Warum machst du das eigentlich? Ich war erstmal kacken, also ich hab erstmal mit meiner Familie telefoniert. Wegen einer Sache, weil mein Onkel so gerade so in der Türkei liegt im Sterben. Und danach war ich kacken. Ja, wie bist du da runtergekommen? Regie. Also. Entschuldige. Hallo, da hinten, Regie. Wie war Ihr Name? Mein Name? Ja? Annabelle. Annabelle. Oh. Okay. Man hört euch, man sieht euch. Ihr seid gerade live, nur dass ihr es wisst. Ja, ja. Würdest du ehrlich gehen für 500 Euro, jetzt sei ehrlich. Jetzt einfach so abbrechen für 500? Nein. Wenn ich abkacke, nehme ich aber das Geld mit. Ja, das geht ja nicht. Dann gehe ich direkt, hol mir fünfmal Adana Kebab. Ich hole für 500 Euro Adana Kebab, Digga. Für 500 Euro. Will ich führen. Ich mache eine Instagram-Story, einfach mal einen ganzen Tisch voll, Digga. Bruder, ich werde einfach komplett so viel essen, wie ich kann. Bei mir. Mit oder ohne? Hä? Mit oder ohne? Ohne. Ja. Mir kracht's Geist krank gerade. Im Kopf. Ich kann nicht mehr, Bruder. Ich kann nicht mehr denken. Mein Kopf fickt mich, alles fickt mich. Und diese Schmerzen, ich dachte, die Schmerzen hören auf. Die hören einfach nicht auf. Ich wurde komplett verarscht für diese Show, Digga. Abu hat mich hingeschickt, Roa fickt mich hier die ganze Zeit. Wohin hat er mich geweckt aus dem Schlaf, Digga? Max fickt mich die ganze Zeit, will, dass ich Strafen krieg. Die haben mich mit beiden Händen festgefesselt. Mit beiden Händen. Mit wem warst du denn noch? Noah. Mit Noah und Hugo. Er hat ihm einen Tee gegeben, damit er sich losmacht. Dann wärst du an zwei Leute dran gewesen.
Ja, ich fand zwei Leuten dran, Waller, beide Hände. Waller, das wäre hart. Ja, das wär bei mir nur eine Stunde. Meine wie lange müssen wir eigentlich noch? Selbst meine Geheimtaktik ist jetzt weg. Welche Geheimtaktik? Ich schaff das nicht mehr, ich bin zu kaputt, um zu wedeln. Das bringt nichts, Digga. Ich bin richtig wiggle. Wedeln. Ja, wiggle, wuck, wuck. So. Ja. Ach so, tut mir leid. So Spaß, ne? Verzeihung an die junge Dame von der Regie. Was macht sie auch da auf einmal? Digga, die ist wirklich gespawnt. Die ist gespawnt. Ich kann nicht mehr, Jungs, ehrlich. Das Ding ist, ich fahre auch mein Handy nicht mehr auf. Ist euch das aufgefallen? Was machst du? Mein Handy. Alle schicken mir erstens Bilder, solche Sachen, ja. Digga, Videos, das ist so bodenlos. Ja, mir schreibt keiner. Digga, mein gesamter WhatsApp ist voll, Digga, Instagram ist voll. Ich werde markiert auf Stories, wo Leute essen und so, die nerven mich total. Digga, Hugo müssen wir einmal mitnehmen, der hat noch nie Adana gegessen. Ja, Mann. Er hat noch nie, hast du schon mal Pisola, also Lammkotelett gegessen? Digga, ich hab keine Ahnung, was das ist. Das ist das Geilste. Guck mal, selbst Annabelle sagt, Digga, komische Junge. Warte mal, hast du schon mal Pisola gegessen? Ich mag Pfeff da am liebsten. Ja. Sag mal, hast du nicht aus Lübeck? Aus Hamburg. Aus Hamburg, die Fotografin bei dieser Party? Mhm. Ja, jetzt erinnere ich mich, ja. Ja. Stimmt. Oh, so eine kalte Küste, ich will nicht, Digga. Können wir Kopfschmerztabletten eigentlich nehmen? Nee. Das geht aber auf den Magen, ne? Dünn. Hä? Keine Kopfschmerztabletten. Okay. Hast du noch einen Tee? Hab ich verkauft. Hast du? Damit Max, guck mal, Max und Noah zu. guck mal, wie die spielen, die haben zwei Stunden. Vor allen Dingen, er muss neben ihn sein die ganze Zeit. Ja, ich hab Noah einen Tee dafür gegeben, dass er sich an Max festbindet. Ihr müsst nur noch... Ich lass dir. Ah, kein Account und kaputt. Ich hab auch was ausgemacht. Nicht dein Ernst. Ah. Also sagen wir 40 Minuten noch? Was? Nein, das ist schon nicht. Nein. Mach 25. Wir sind doch schon seit 40 Minuten. Digga, 40 Minuten kann niemals sein. Mach 25. 25? Ja. Fair, 25? Digga, das kann auch nicht sein, oder? Lass uns eine Uhrzeit festhalten, nicht kein Timer-Counter. 25 Minuten drauf. Lass uns 19 Uhr. 18:37 Uhr. Ja, 19 Uhr ist fair. 19 Uhr, das sind 22 Minuten. Ja. 23 Minuten. Okay. Jo, Abu, du hast angerufen? Nee, das war schon länger, ja. Hä? Hat mein Handy nicht gerade angerufen? Ich glaube, ich habe angerufen, Digga. Mann, Digga, deine hässlichen Socken fuck mich so ab, Mann. Ey, unsere Ketten sind da. Welche Ketten? Deine Sharingan-Kette ist da. Oha. Für Abu eine Mierda-Kette, für mich normale Ketten. BB-Ketten. Mit Eis drauf? Ja, ja, du hast mit Eis und ohne. Ist das richtiges Eis? Ich glaube, weiß ich nicht, Bruder. Muss man fragen. Nein, Diamanten waren zu teuer. Die wollten 2.700 Euro dafür. Ich habe dich gefragt, dann haben wir erstmal ohne. Wir können aber mit dir, wenn dir die Kette gefällt, mit echten Diamanten machen. Das sieht geil aus, aber. Ey, trägst du gerne Ketten? Ich trage gar nichts. Ich schenke dir welche, wenn du willst. Schenken? Ich launch jetzt diesen Monat meine eigene Schmuckmarke. Dann kann ich will einfach Werbung mit dir gerade machen. Sind wir live? Achso, okay, egal. Tut mir leid. Also damit ihr es mitbekommen habt, Breitenberg launcht diese Woche sein. Ja, auf, du Wichser, Mann. Das ist peinlich, Digga. Smart. Das ist falsch. Gerockt. Sehr, sehr stark. 34. Oh, direkt noch ein Forschungstisch. Der beste Start, den man haben kann. Hä, wie geil. Mal nach oben. Was denn? Brauch keine 2 Herz am Anfang, glaube ich. Brauch überhaupt nicht 2 Herz, glaube ich. Also überhaupt, also gar nicht. Aber
Burger ist super chillig. Ich habe noch nie Burger gespielt. Sonst war immer Pizza oder Pute, aber so, Burger ist das Heftigste. Eigentlich sehr simpel. Nein. Ja, man checkt man schnell. Man macht eigentlich nur die Bulette warm und dann Salat so. Ja. Ey, wenn du siehst, was ich hier mache, weißt du, wie es geht und kannst es gleich, kannst es dann auch. Als Burger? Ja. Und einmal die Woche Burger. Echt jetzt? Ich liebe Burger, ja. Boah, wieso erzählst du mir das? Warum chillt Noah so random den Max? Wir hatten eine Bestrafung. Ja. Und er hat, musste sich an jemanden ranketten. Breitenberg hat ihm seinen letzten Tee gegeben, dass er sich von ihm loskettet. Oh, jetzt habe ich ihn an der Backe. Kann er mir hier schön beim Plate abspielen zuschauen. Was ihr euch dann vorstellen, Vicky hat das gesamte gewonnen, kriegt B. Hab das Finale verloren, was sind. Stimmt. Sehr guter Call übrigens. Alter, bin ich am Daddeln. Abschicken. Bis 19.30 Uhr haben wir ja. Ja. Was machen wir dann genau? 19.30 Uhr? Da sehen wir einen ganz kleinen Teil von dem Bild und müssen erraten, was es ist. Ah, ja. Das kann ich mir nicht leisten, das ist ja beschissen. Na gut. Wird das Spiel leichter, wenn man alleine ist oder zu zweit spielt, Chat? Wisst ihr das? Digga, das dreckige Geschirr bringt mich gerade um. Kann man was? Leider nicht. Brauch mal ein Tresen für ein dreckiges Geschirr. Boah, ist das hardcore. Nee, es wird immer schwerer einfach. Man versucht so weit zu kommen, wie es geht. Ist hier sogar noch Dreck in der Küche. Ich hab fast verloren. Was ist das? Ich spiele doch übertrieben krass.
sie, achso, die Leute, die im No-Clip sind, sie sehen die anderen Leute, die auch im No-Clip sind. Ja, genau. Aber dann würde es doch nur Menschen geben, da sind doch schon so viele Menschen gestorben. Ja. Aber weißt du, warum das keinen Sinn ergibt? Wenn wir beide tot sind und wir chillen und wir gucken gerade zu, dann kommen wir doch auf andere Gedanken. Wir gehen was zocken, wir gehen fliegen, wir gehen chillen, wir gehen was weiß ich was, auf andere Planeten fliegen. Du kommst doch gar nicht auf die Idee, Ruhe zu gucken, weil wir beide tot sind. Nein, guck mal. Ja, nee, aber du kannst ja so oft, also in Minecraft ist es so, wenn du Mausrad klickst, kannst du so eine Leiste und kannst du so, siehst du jeden, der gerade online ist, den du specken kannst. Klickst einfach drauf. Und was, wenn jemand offline ist? Ja, geht ja hier nicht. Also wenn offline ist, hier tot. Schlafen. Nee, schlafen kannst du auch specken. Warte, du siehst andere Tote, wenn du tot bist. Ja. Und du beobachtest Menschen. Aber guck mal, es sind doch schon so viele Menschen gestorben. Ja, es sind schon so viele Menschen gestorben, dann wäre die ganze Welt nur von mir Spectator, dann wird doch gar keinen Bock machen. Ja, du könntest ja gar nicht mehr. Es ist 50 Jahre Laufzeit. Danach geht nicht mehr. Siehst du Dinos? Nee, nur die Zeit hier. Die Zeit kannst du nicht ändern. Aber dann kannst du. Aber warte ach so, mal. Nein, Dinos, die ja, was ist denn nach 50 Jahren? Was ist da nach 50 Jahren? Nach 50 Jahren bist du offline. Was wie? Ja, nee, guck mal, du speckst 50 Jahre und nach den 50 Jahren. Ja, dann. Ja. Warum 50 Jahre? Ich check das nicht. Er hat seine eigene Theorie. Also, wenn du tot bist, guckst du anderen Menschen zu auf der Erde für 50 Jahre. Das ist deine Theorie. Ja. Ja, 50 Jahre weiß ich nicht. Kann auch random sein. Digga. Aber warte mal, was ist denn nach den 50 Jahren, wenn deine Zeit oder... Ja, das ist... Dann bist du gelöscht. Ja. Dann bist du... Dann, aber wie soll Blackscreen sein, sag mal? Dann ist einfach vorbei. Vorbei. Wie jetzt, wenn du schläfst. So als wär's, bevor du geboren wurdest. Was war da? Nix. Ja? Ja. Und nachdem du tot bist? Ist dann auch nichts. Ja, doch, dann 50 Jahre Spectate. Aber du hast ja schon die Seele dann. Ich sag Spectate, Digga, ich kann nicht. Also für die GTA-Spieler, No-Clip, für alle anderen Minecraft-Spieler, Spectate. Er guckt einfach unsichtbar Menschen zu. Digga, also ich weiß, hört man mich hier? Sieht man, also Chat, hört man mich hier gerade? Ich weiß nicht. Ja, man hört dich. Und damit ihr das versteht, ich habe Hugo gerade gefragt, was nach dem Tod passiert. Dein Mikrofon ist unten. Ja. Ich habe Hugo gerade gefragt, was nach dem Tod passiert, ob er irgendwie religiös ist oder so. Wir hatten gerade Deep Talk. Er hat einfach gesagt, er glaubt daran, dass wenn man stirbt, dass man dann wie bei Minecraft in Spectator-Mode kommt. Gut. Das klingt dumm, aber kannst du deine Socken ausziehen? Das Sofa kostet 40.000 Euro. Das ist kein Witz. Ja. Oha, die armen Socken, Alter. Das arme Sofa, Digga. Nee, aber das ist dieser Dreck, der nicht so abgeht. Ja, ist ja kein Problem. Oder kann ich so Schlappen kriegen? Und die haben oder also sind die von hier? Die Schlappen? Ja, die haben alle die gleichen irgendwie. Keine Ahnung, ich kann dir irgendwelche holen. Ja. Soll ich welche holen? Ja. Okay. Du legst einfach mit dreckigen Socken auf, dann wird sie Mann, Digga, das ist dieser Dreck, der halt da ist, aber nicht abgeht. Ja, ich weiß. Aber guck mal, ich frage mich, wenn du Spectator-Mode bist. Er sagt, in dem Spectator-Mode, wenn du in dem Spectator-Mode bist, nachdem du tot bist, sieht man alle anderen Menschen, die auch im Spectator-Mode sind. Also du siehst alle anderen Menschen, die auch tot sind. Können die reden? Die können nur so hoch und runter fliegen. Und vorne und nach links, rechts? Ja, links, rechts. Aber die können nicht miteinander reden. Und so. Wie Minecraft. Und hat Minecraft seine Religion geworden, ne? Du hast echt eine Minecraft-Religion? Keine Ahnung. Aber wie kommst du denn auf die Idee? Ja, Minecraft. Ja, aber du hast auch was anderes im Leben erfahren außer Minecraft. Ja, nicht viel. Bei GTA bist du wasted. Fortnite habe ich auch gespielt, aber da kannst du nicht specken. Also doch. Doch. Ja, aber kannst du anderen zugucken. Aber im Körper von den anderen. Glaubst du daran? Nee, das ist scheiße. Ja? Aber ich habe so viele Fragen, Digga, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber warum nimmst du Minecraft als Referenz? Warum nicht zum Beispiel, es gibt so ein paar Sachen, die haben ein paar Menschen gemacht, sowas wie eine Bibel geschrieben. Ja, habe ich nicht gelesen. Aber du weißt, dass da Himmel und Hölle ist. Ja. Und Himmel und Hölle ist für dich unwahrscheinlicher als Spectator-Mode. Das muss man sich mal vorstellen, Digga. Spectator-Mode. Larschen kommen gleich.
Ist das, kann ich mich so hinlegen? Ja, mach einfach die Socken nicht. Da zieh auf deine Socken kurz aus. Nee, da sieht man meine Füße, das ist gratis dann. Bro, deine Haare vorher waren schlimmer als deine Füße. Aber im Internet. Nein, nein, nicht, dass die scheiße sind. Die sind geil, aber die müssen nichts bezahlen, dann die sehen das ja. Smart Move. Es gibt Leute, die verkaufen Fußbilder. Ja. Ich habe Fußbilder von Faye gemacht, als ich mit dir unterwegs war. Ich verkaufe die beiden. Ja, jemand in GTA wollte, dass du Fußbilder kaufst. Digga, wer kauft echt Fußbilder? Das ist echt krank, Digga. Ich habe einen Clip heute gesehen von Alexis, wie sie sagt, dass du in irgendeiner Gruppe mit dir bist, dass du Screenshots von den Füßen gemacht hast und ihr geschickt hast. Digga, wir haben eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, Alexis, Neusi und ich, dass wir in Berlin feiern gehen, ne? Und dann irgendwas haben über Neusi und ich geschrieben. Und dann war ich gerade auf ihr Instagram, dann habe ich ein Bild gesehen, wo man ihr Fuß sieht. So, ne? Aber nicht in der positiven, sondern eher in so einer negativen Situation, also was nicht so gut aussah. Dann hat Neusi irgendwas gesagt, habe ich gesagt, Neusi, ich habe eher Bock drauf, mit dir unterwegs zu sein, als diese Füße zu sehen. Da habe ich die Füße reingeschickt. Ah, ja, scheiße. So just for fun. Wir haben einfach nur Scheiße. Ey, warum ist Submodus drin? Könnt ihr Submodus rausmachen, bitte? Ja. Regie? Ne, die Mods können das ja machen. Ja, Mods. Die sagen Baba-Anzug. Das ist der beste Sportanzug, den es gibt, meine Herrschaften. Guckt. Mit. Der Arme muss leiden, Digga. Ordentlichen Schnitt, maßgeschneidert, mit Knick, allem drum und dran. 40 Kavür-Rohr, der ist doch egal, die Leute sollen noch eine Chance haben zu schreiben. Was sagen die? Weiß ich nicht. Ah, Submodus war drin. Ja. Ey, das ist eine 40.000 Euro Couch. Ich glaube, ich mache eine Firma auf, die Couch verkauft. Digga, ich hab schon dreimal hier hingefurzt. Ich habe hier gepennt und voll geschwitzt. Ja, schon. Wegen den Socken hat er Drama Dings. Aber was an dieser Couch kostet bitte 40.000 Euro? Das check ich auch nicht. Kann man die googeln? Chat, googelt mal bitte diese Couch, ob die wirklich 40.000 Euro kostet. Das ist krank. Ich glaube, die hat 4.000 Euro gekostet und jemand hat einen Null hinten drauf gemacht und ist erstmal Bahamas geflogen. Digga, die ganzen Leute freuen sich, dass ich gesagt habe, Submodus raus. Submodus müsste öfter raus sein, wenn der Chat schneller ist, ist es viel cooler. Ja, ja, normal, Submodus immer raus. Also, ich sag euch eine Sache, wir waren gerade am Diskutieren so ein bisschen. Und eine Sache habe ich herausgestellt. Und zwar, ich glaube, lass mal so eine kleine Therapiestunde machen. Ja, okay, komm. Digga, ich sag dir ehrlich, ich glaube, du hast zu viel Minecraft gespielt in deinem Leben. Glaube ich auch langsam. hast du überhaupt schon eine Freundin gehabt und so? Eine Freundin hatte ich mal, ja. Du kommst raus. Ja, was seid ihr denn, Alter? Ja, aber wir sind nur eine Stunde hier, zwei. Oh, Alter. Digga, mein Kopf rumt richtig. Rumt? Ja. Bei mir ging es jetzt zu den. Heute Mittag war schlimmer als jetzt. Also guck mal, soll ich dir eine Sache sagen? Wir haben gerade so ein bisschen geredet. Ich habe ja so Hugo gefragt, ob er was er glaubt, was passiert nach dem Tod. Ja. Und er meinte, dass es wie ist, als wenn man in Minecraft in einem Spectator-Mode ist. Jetzt mal echt? Ja. Doch. Er glaubt, wenn er stirbt, ist er im Spectator-Mode und guckt uns weiter zu. Wie bei Minecraft. Er sagt, man kann nicht reden, man kann nur hoch und runter fliegen, links und rechts. Ich glaube also so, wenn man stirbt wirklich, dass man so wie einschläft. Also dass man so, weißt du, im Nichts quasi ist so. Ja. Dass das so. Das verstehe ich auf jeden Fall mehr als Spectator-Mode. Die Phase einfach. Kann ich mir gut vorstellen. Aber wir werden sehen. Ich habe schon vom Fliegen gehört, so weißes Licht und sowas irgendwie, keine Ahnung. Und dann kurz bevor er steht. Was, du hast von vielen gehört, dass sie den weißen nicht gesehen haben? Ich hab's auch ein bisschen tiefer, weil mein Handgelenk oben ein bisschen dicker ist als hier. Was? Weiß ich nicht. Noah sagt, er hat von vielen gehört, dass sie weißes Licht gesehen haben. Noah, wer hat weißes Licht gesehen? Wie meinst du das? Am Ende des Tunnels oder was? Ja, irgendwas habe ich mal gehört. Wenn man stirbt oder von Leuten, die schon Nahtoderfahrung hatten, die könnten das ja auch nur noch erklären, dass man so ein weißes Licht sieht und dann halt irgendwo so mit dem Darf ich das? Vielleicht. Ja. Wo warst du so lange? Telefonieren. Über ein unschönes Thema. Also und kacken. Echt interessant.
Wir haben einfach eine neue Religion Release, ne? Minecraft Release. Das ist einer hat vorhin Sam geschrieben, als ich das gesagt habe. Ja? Ja, ich bin echt, also, was hat er? Digga, Hugo hat seine Anhänger mit seiner Religion. Ich bin echt gespannt, wenn es soweit ist. Aber das macht auch Sinn, weißt du warum? Im Real Life baut man ja auch Häuser, Klötze und sowas, weiß ich was. Alles, was du in Real Life machst, machst du auch in Minecraft. Gehst du in Minecraft kacken? Wenn ich hier Mod hab? Fastest du in Minecraft einen Monat? Eine Woche? Ja, geht, ja. Gehst du in Minecraft live? In Minecraft? Nee, in Minecraft stirbst du, wenn du sieben Tage nicht, wenn du sieben Tage nicht isst. Nee, wenn es auf friedlich gestellt ist, nicht. Und was? Wenn man den Modus auf friedlich macht. Ist das wahre Leben friedlich? Deep. Ich hab gar nicht mitgezählt, wie viel ich heute getrunken habe. Ich habe übelste Kopfschmerzen, ich kann nicht mehr, Digga. Ich habe noch gar keine Symptome. Also Kopfschmerzen, Schwindel oder so. Abo hat mich heute aus dem Schlaf geweckt, das war so assi. Du hast es gesehen, ja, Max. Wie lange hast du geschlafen gehabt zu dem Zeitpunkt? Eine halbe Stunde, eine Stunde. Das war perfekt. Meinst du? Wenn du länger schläfst, hätte sich das mehr gefickt. Ja? Wenn du in die Tiefschlafphase kommst, und dann kannst du heute auch nicht pennen. Wie lange hast du gehabt? Ja, das stimmt. Du hast 15 Minuten. Und du bist direkt eingepennt. Das kriege ich nicht hin. Hast du keine Kopfschmerzen hier? Wundert ihr euch? Oh. Jetzt nicht mehr. Ist es bei euch so, dass ihr euch wundert, dass ihr schon so lange durchgezogen habt und hättet gedacht, es wäre leichter oder schwerer? Ey, kommt heute jetzt Abend jemand und macht Adana? Ich glaube nicht. Nee, ich habe gehört Mittwoch. Mittwoch. Ey, er knickt heute ab, wenn einer Adana holt. Heute ist Montag? Ja, also übermorgen soll einer kommen, der das macht. Also spätestens da ist er safe raus. Ja, übermorgen sind mehr raus. Morgen sind schon welche raus. Einste? Nee, ja. Ich glaube nicht. Ja, ja. Der hat doch gar keinen Sinn. Ja, zu 100%. Also morgen spätestens, sag ehrlich. Ich glaube schon, Digga. Ich kann nicht. Ich will auch nicht schönreden oder was weiß ich was, Digga. Mir ist arschkalt die ganze Zeit. Durchgehend. Und ich habe Kopfschmerzen seinem Vater. Ich bin eh eine Frostbeule, aber mir ist arschkalt. Wirklich arschkalt. Ich sag so, wie es ist. Stand jetzt fühle ich mich genauso wie gestern, nur sogar ein bisschen besser. Daumen hoch. Ernsthaft? Super. Gestern war ein bisschen so, als das Essen so am Start war, so... Stimmt, wann ist ich hätte Idee? Bock, was zu essen, so einfach. Was ist dein Idee? Habe ich jetzt gar nicht. Abgesagt worden? Natürlich, Gedanken spielt man ab und zu. Ja, jetzt so ein Burger mit Safe. Challenge. Geht immer rein, ne? Aber ich denke, komm, das ist krass. Mach doch mit beim Idee, Digga, sag ich. Naja, ich hab gefragt, das dauert dann viel länger. Wie, was ist das Daniel? Was ist dieses Idee? Über Discord so. Dieses Idee, ich hab das gesehen, das war's. Im Discord, irgendein Mädchen hockt sich da in den Discord und die machen ein E-Date. Wo? Okay. Ich will auch. Das ist doch so, die fragt dich Fragen, ne? Oder Anmachspruch. Was ist dein Anmachspruch und sowas, ne? Nee, ist einfach so, du musst ihn ja rumbekommen und so. Ach so. Breitberg, willst du hingehen? Ich bin dabei beim E-Date. Ich hab sogar Hamid abgesagt. Der wollte diesen Samstag eins machen. Oder hat eins gemacht. Jetzt macht jeder mittlerweile E-Dates, glaube ich. Ja. Also viele machen jetzt. Wie E-Dates? Anstatt draußen anzusprechen? Auf Discord. Auf Discord. Ja, oh. Das ist eigentlich ganz lustig, so habe ich mal kurz gedacht. Aber woher kommt, woher findet man die Leute im Discord? Das ist ja bei Tinder also, ist random, so das ist lustig. Sydney hat das jetzt organisiert, hat ein Mädchen organisiert und also halt ein so ein Onlyfans-Mädchen und dann noch Jungs, die damit machen, wie zum Beispiel Hugo, aber er kann jetzt nicht. Hast du es vorher schon organisiert? Mach doch mit, Hugo. Ich kann ja nicht. Wieso nicht? Ja, weil wegen Challenge um 19:30. Wann ist das? Was ist das für eine Challenge? Das ist um 19. Ach so, das können wir ja von hier machen, stimmt. So weit habe ich gar nicht gedacht. Bilderrahmen. Wir haben ja alles Setup. Das sind Bilder, wir zoomen raus und ihr müsst erraten, was für ein Film, was für eine Serie. Hier zum Beispiel? Was für ein Ding ist das? Machen wir hier im Zoom. Ach so, ein Display? Ja. Geil. Also macht es Sinn, jetzt rumzugehen und sich alle Displays anzugucken? Und wie gewinnt man? Das sind nicht welche, die hier sind. Wie gewinnt man zeittechnisch oder wie viel Prozent man sieht? Kannst du sie rüberwerfen, Bro? Vorbereitet und wer am meisten richtig hat, der gewinnt die Challenge. Ach so, okay, krass. Ja. Ich dachte, ihr zoomt ja raus. Genau, aus den Bildern. Aber ein Zoom macht keinen Sinn. Ja, ja, das stimmt. Auf dem Fernseher. Und wenn ihr dann. Ihr fangt ja an zu zoomen. Irgendwann wird man das ganze Bild sehen.
oder nicht? Ja, genau. Ja, und dann kann man es ja, sagen. Nee, das nur, wer geht als erstes? Wer ist als ah, okay, so. Jetzt habe ich auch auf dem Fernseher? Ja. Und wir schreien dann einfach alle. Jeder darf pro Bild einmal was reinrufen. Wir können die Handschellen abmachen, 19 Uhr. Stimmt. Aber wir nicht, wir müssen die brauchen eine Stunde tatsächlich. Stunde. Man wüsste es nicht, ne? Noah, wie war das so im Stream zu hängen? Lustig. Ich habe ein bisschen was am Handy gemacht, dann mich zurückgelehnt und dann ein bisschen geguckt, was er so gemacht hat. Und das hat mir Hunger gemacht und dann habe ich wieder weggeschaut. Aber ein Spiel zu spielen, wo es um Essen geht, ist aber auch nicht schlau. Na, darf ich diese Handschellen behalten? Wenn du 7 Tage hier drin bleibst, kannst du sie erstmal in deinem Besitz haben, ja. Aber wir brauchen die noch, wenn du morgen losgehst. Achso, ja, okay. Du gehst morgen nicht los einfach. Heute schon? Digga, warum willst du die Handschellen behalten, du Weirdo? Das ist ein Grinsen. Vielleicht hat er noch ein Date. Mir ist noch was Cooles eingefallen. Ich dachte, warum nicht, Digga? Kann man immer gebrauchen anstellen. Geil. Ich glaube, ich habe mir auch einen Winterspeck angefressen vor der Woche. Ich spüre das richtig. Ich habe so ein, noch immer so ein, kennt man ja nach dem Fettfressen, so einen dicken Bauch. Max, warum redest du nicht? Alles okay? Ja, was soll ich sagen? Ich mache gerade einen Instagram-Post. Ja, du bist ja am Handy. Ja. Redest du nicht? Wir wissen, ob es dir gut geht. Oh, Digga, mein Kopf. Es kracht. Ach so, wir dürfen Aspirin, ne? Was? Aspirin dürfen wir? Ja. Ist das so? Haben wir anfangs besprochen. Ist das so? Ja, ich glaube, ihr habt sogar besorgt. Was ist Aspirin? Gegen Kopfschmerzen. Was ist Aspirin? Ja. Das ist so, du löst das in Wasser auf. Du hast doch nie eine Aspirin genommen? 200 Milliliter Wasser. Ich nehme keine Tabletten. Ich sag's dir, das ist keine Tablette. Das ist wie Pulver. Ja, Pulver nehme ich auch nicht. Das ist Aspirin-Komplex. Ich sag's dir, das ist 15 Minuten Kopfschmerzen weg. Das habe ich am ersten Tag gemacht, weil ich hatte so einen Schädel, weißt du noch, ne? Hab ich dir zu dir gesagt. Ich hatte so einen Bummschädel. Hast du Aspirin genommen ganz am Anfang? Ne? Alter, hier wird, Digga, er ist gedopt. Ey, was bringt das eigentlich? Außer Kopfschmerzen, setze ich das? Nee, ne? Nein. Ja, ich glaube, ich baue mir jetzt ein. Was machst du? Ich baue mir ein. Was baust du dir? Ein CBD-Joint. Ein CBD-Joint. Ich glaube, das knallt rein. Also. Darf er das? Ja, ja, darf er. Ein CBD, ja, klar. Die Frage ist nur, kriegt der Fressflash oder pennt er ein? Aber vor der Challenge macht keinen Sinn, Digga. Ja, das stimmt voll. Passiert noch was ab 22 Uhr oder so? Die gleich machen wir eine kleine Challenge, wo wir ein kleines Stück von dem Bild bekommen, müssen sagen, was es ist. Ja, genau. Und danach machen wir großes Sim-Racing. Das wird nochmal richtig anstrengend. Ah, das wird geil. Was ist Sim-Racing? Du bist im Rennauto-Simulator quasi voll drinne. Ja, da muss ich doch noch Aspirin poppen. Mhm. Warte mal, warum dürfen wir Aspirin nehmen, aber nicht zum Beispiel Paracetamol? Dürfen wir auch nehmen. Ja? Ja. Ja, könnt ihr eine Paracetamol organisieren? Weil Aspirin kann ich nicht ab. Da würde ich gerne von Mimischek mal fragen, ob wir uns hier haben wir gefragt. Schmerztabletten, okay. Auf leeren Magen? Obwohl, das gefährlich auf leeren Magen. Also sowas würde ich nicht nehmen. Aspirin wäre doch bei Kopfschmerzen. Würde ich sagen, softer. Digga, auf leeren Magen, Schmerztablette kann richtig fatal werden. Die kann warum? Nicht aus. Die wird übel, du kotzt, du kannst komplett abkacken. Aber ist man high? Nein. Nein, Mann. Und Ibuprofen oder so brennt die sogar ein Loch im Magen. Echt jetzt? Ja, ja. Meine Cousine, also okay, meine Cousine, die hat ein Loch im Magen bekommen von Ibuprofen. Glaubst du? Mhm. Okay, angehen wieder hier gucken. Ja, also es ist wirklich geisteskrank. Wir stehen auch wirklich wie so Löwen im Käfig rum. Ach, im Käfig. Wie einander anstarren. Du kannst gar nicht. Ich guck. Scheiße, als wenn ich beschimpfen würde. Mach hier nicht so rein. Ibuprofen auf leeren Magen. Ich habe hab coole Bilder gepostet auf Instagram, die könnt ihr euch mal reinziehen. Ja. Ja, sehr sauer. Das hat aber echt gut getroffen, die Bilder. Hast du? Nee. Okay, ich frag. Aber ich sag euch so, wie es ist. Hier ist der bequemste Ort vom. Mein Handy hat noch 2%. Kann ich dir das geben? Ja, aber. Geht da so
posten. Woher kriegt